Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LandsTV heute vom schönen Schlossberg mal. Und ja, unsere Blackies haben einen Neuzugang zu verkünden. Philipp Hosiner wechselt nämlich an die Mur. Er war zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag, also kommt von Union Berlin. Sturm soll auch ein bisschen was an Ablöse überwiesen haben. Und er wird eben damit wohl der definitive Danny Allah-Ersatz. Der ist ja bekanntlich zu Rapid Wien zurückgekehrt. Ja, zu Hosiner, was gibt es da zu sagen? Österreicher natürlich, 29 Jahre, nicht mehr ganz so jung, aber auch noch nicht komplett alt, also eigentlich ein ganz ordentliches Fußballalter, würde ich sagen. Und naja, mit Hosiner, da war doch was. Da wird es bei einigen noch im Hinterkopf klingeln, denn der war mal Torschützenkönig. Das war in der Saison 2012-2013. Damals erzielte er 32 Tore in 36 Partien für die Admira und die Wiener Austria. Also auf jeden Fall kann er Tore schießen. Danach geriet die Karriere aber so ein bisschen ins Stocken. Zunächst der Auslandswechsel zu Stade Rennes, wo er sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Dann auch Stationen beim 1. FC Köln und zuletzt Union Berlin, wo er aber eher zumeist als Joker zum Einsatz kam. Es gab ja dann auch eben wirklich fiese Verletzungen und Erkrankungen in seiner Karriere, die er allerdings alle überwunden hat. Und naja, bei Hosiner ist es trotzdem so ein bisschen eine Wundertüte. Man merkt auch, so was ich so mitbekommen habe, auch die Sturm-Community ist so ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt wirklich der Top-Transfer ist, als der er irgendwo angepriesen wird. Der Marktwert liegt so bei 500.000 ungefähr. Also kann aufgehen, muss nicht. Also ich persönlich muss aber sagen, ich finde den Transfer sinnvoll, auch wenn man ein bisschen Ablöse bezahlt hat für einen vielleicht nicht ganz mehr so jungen Stürmer, hat er durchaus auf jeden Fall seine Qualitäten. Und Sturm ist sowieso ein Verein, der eigentlich das ganz gut hinbekommen hat in der Vergangenheit, in der jüngsten, wirklich Spieler, die auf dem Abstellgleis woanders gelandet sind, dann nochmal so richtig hoch zu pushen. Danny Allah ist das beste Beispiel dafür. Und warum soll das mit Philipp Hosiner, dem Ex-Austrianer, nicht auch gelingen? Ich glaube auch eben seine internationale Erfahrung würde uns definitiv zugutekommen. Es ist eher ein Spieler, der eher über die Schnelligkeit kommt, also eher so ein kleiner Speedy Gonzales da vorne, der eben Hauptposition Mittelstürmer ist, kann aber auch auf dem Flügel eingesetzt werden, beziehungsweise auch hängende Spitze, was ich weiß, spielen. Also ich würde sagen, mit Hosiner hat man im Bereich des Möglichen einen ganz ordentlichen Griff gemacht. Natürlich wird es interessant sein, ob sein Fitnesszustand konstant bleibt, sage ich mal, über die ganze Saison. Aber ansonsten finde ich persönlich den Transfer ganz okay. Also ich kann schon die Gedankengänge da von Günter Kreisel nachvollziehen. Und ich hoffe und glaube auch, dass uns Philipp Hosiner viel Freude machen wird. Und natürlich als kleiner Ansporn eben an den guten Philipp, falls der hier vielleicht sogar irgendwo zuschaut. Naja, hier die Skyline von Graz ganz nebenbei. Die werden wir kurz mal da in den Blick nehmen. Ne?